Hallo Leute, Krenny hier. Und wie ihr seht, sind wir jetzt gerade am Wii U-Bildschirm hier, Hauptbildschirm, wo gerade alle hier ein bisschen schreiben über Hyrule Warriors und sonstiges. Aber wir spielen nicht Hyrule Warriors, auch wenn ich es gerne machen würde, oder Mario Kart. Nein, dieses Mal nicht. Ich habe mir heute was Neues geholt und das starten wir jetzt gleich einmal. So, hat drauf geklickt. Hoffentlich muss ich jetzt nicht noch was installieren. Das Bild sagt schon alles. Genau. Also ich habe mir Bayonetta 2 geholt und muss Energie sparen. Nach der gegebenen Zeit ohne Starung sein, aber das schaut. Okay, ja, weiß ich. Okay, passt. Gelesen. Okay, Bayonetta 2. Mal schauen, was jetzt kommt für ein Video. Also, ist blind von mir, ich habe noch nichts davon gesehen. Ja, ich habe hier Pro Controller, richtig erfasst. Nintendo. Wo bleibt das 2? Egal. Drücke einen Knopf. Machen wir. Spielstand. Ihr seht, noch gar nichts gemacht. Nehmen wir mal den obersten. Dieses Spiel speichert automatisch. Das war mir klar. Gut. Einstellungen, Hexen, Klima, Mehrspielmodus. Nee, Bluttränen. Nee, wir wollen hier normal Story. Zur Erklärung. Ich habe Bayonetta 1 nicht gespielt. Habe mir nur ein paar Videos dazu angesehen. Und was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Also, spieltechnisch. Die Person auch ein bisschen, aber spieltechnisch mehr ich. So, jetzt dachte ich mir, wenn schon das 2er für die Wii U rauskommt und ich die Wii U habe, probieren wir es mal. Also, drücken wir mal auf Story, schauen wir mal, was kommt. Modus für erfahrene Kämpfer. Ja, sehen wir dann, ob das gute Entscheidung war oder nicht. Es lädt. Lädt immer noch. Ah, ich kann mich drehen. Kann herumfahren. Yay! Juhu! Was ist das? Ah, Hilfe! Hilfe! Also man kann sich schon mal ein Ladebildschirm ein bisschen bewegen. Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed, nur dass ich mir eine Person selber nicht sehe. Okay, gut. In einer Welt voll Licht und Schatten, in der Wahrnehmung Wirklichkeit wird. Ich stelle mir ein bisschen lauter, Leute. Okay, ich kann mich mal so bewegen. Okay. Nobody knows where the world came from. Okay, mit A hämmern geht's schon mal weiter. Au. B springen. Wow. Okay, mal interessant. Ich konnte leider nicht mitlesen, aber ist auch egal. Okay. Where we only see reality and make it match our rules of the world. Aesir saw through reality. And those visions became our. These observations became Aesir's power. Ich will nicht zwischenreden. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves. Ow! And entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. Wow. Okay.
By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. Whoa, was geht hier? With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own. Ist etwas schwierig hier gegen so einen großen zu fetzen. Man is but a reed. The most feeble. Wie schwächt man denn das? But now we were thinking. And we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir have been granted the power of creation. Sag mal, wie weicht man denn hier aus? Du meine Güte. Ja, okay. Wow, okay, das ist Video. Well, at least you're the silent type. The last sage I met spent 20 minutes rambling on and off. What? Okay. Heute. You will not escape this fate. We will perish together. Okay. But the right eye of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the Lumen Sages. Gut, okay. Ja, etwas interessant. Was war das? Memento der Zeit, das Ende. Okay, und wir haben die Welt des Chaos. Na, gehen wir mal auf Start. Wieder mal Ladebalken mit lauter so Wirbel. Ja, da haben wir. Oh, da. Wirbel. Ah! Ja, ja, da hinten wieder. Da auch einer. Da. Guten Tag, Menschen. Sicher. Okay. Gut eingebaut. You know what I need? Some heels without guns. If you don't mind.
mind if we make a quick stop, do you? Do you know what day's coming up? Here I was shopping, minding my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you, for free. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you can off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you! Shit. But if it's that or getting torn limb from limb for eternity in whatever circle of Inferno you witches go to if you break the contract, forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey, what the hell? But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done. Let's go home. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my Real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear the fucking end of it. Aber kommt da. Gut gebremst. Na, ja, mit denn hier? You always know how to make an entrance, John. The rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza, you haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Gute Geschichte. Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in Lighthouse, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Oh shit! The platinum stars! Crap. I need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. Gefangen. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. Eindeutig ein bisschen übertrieben. Ich kenne mich noch gar nicht aus, aber egal. Okay. Fuck the damn ribbon!
Okay, das wird interessant. Oder auch nicht. Engel der dritten Sphäre, okay. Okay. Autsch! Die Dame hat's drauf. So, ich glaube, das Videosequenz ist vorbei. Touchpad-Steuerung geht auch. Nee, ich bleib lieber bei einem. Mit X schlägt man. Jawohl, perfekt. Jetzt ist mir wenigstens mal erklärt, um was hier geht. Perfekt, soweit habe ich das kapiert. Weiter. Treten. Okay, ich sah Combo. Na ja, auch gut. Ah, ich sollte einen A abfallen. Warte mal. Okay, weiß man auch. Passt, was gibt's noch? Okay, so geht's nicht. Oh, Falschknopf. Gut, Hexenzeit, okay. Okay. Und nochmal wollen? Nee. Nicht übel. Okay, gut, Hexenzeit machen wir jetzt auch. Dann geht's los. Haben wir. Heiligenschein, sehr selten spürbares Material, das die Essenz der Lebenskraft eines Engels enthält. Kommt bei Geschäften im Fernsehen zum Einsatz. Perfekt. Keine Ahnung, aber nehmen wir mal. Ah, verdammt. Hätte ich ausweichen sollen. Ausweichen sollen. Erlegt. Noch welche? Ah, den Rest macht sie alleine. Guter Tritt. Die ist auch weg. Schlussverkauf. ja, das ist. Watch your mouth, Ito.
sacrilege before you pay your tax. I'd be fucking leaveable! Ah! Sie metzelt da oben einfach mal munter weiter. Wunderbar, so fällt man heutzutage. Ah, die sehen schon besser aus. Die sehen schon um einiges besser aus. Mit denen kann man es aushalten. Na dann, ich hoffe, ich kann jetzt weitermachen. Okay, der Typ ist cool. So, was haben wir? Unbankdömix. Schild der Magieanzeigen, die gegen ihn angreifst. Setze die sogar. Okay, gut. Probieren wir. Nur ja, das ist einigermaßen noch einfach gerade. Einfach nur durchmetzeln, aber. Ah, verdammt. Hätte zum Beispiel schon ausweichen können. Autsch! Er bleibt immer noch stehen. Selber schuld. Geh schlafen, mein Freund. Gut so. Zieh dir wieder was an, Kleines. Okay, gut. Autsch. Ja, guten Tag. Nicht alles kaputt machen. Autsch, nochmal Megaton. Was haben wir? Grüner Lorbeer, ein Lorbeerkranz für Edelstein, der Vitalessenzen in kristallisierter Form enthält. Füllt die Lebenskraft bei Erhalt sofort wieder auf. Perfekt, den brauchen wir jetzt. Haben wir noch mehr. Geschlafen. Wow! Was war das jetzt gerade? Und rein mit dir! Ah! Knapp nicht rechtzeitig gedrückt. Und der dritte nochmal. Erlegt! Bin ich gerade ausgewichen? Ich stürze ab! Okay. Okay. Silbermedaille erhalten, ne? Für das erste Mal, dass ich hier spiele. Angenehm. Was haben wir denn hier? Macht jetzt zweitens für BDF. Keine Ahnung.
Belief, würde ich hier mal sagen. Okay. Ah, schon ausweichen können. Ah. Ah, zu früh ausgewichen. Da hinten ist er. Ah, die Dame, grüß dich. Wow, wow, wow. Weg, weg mit dir. Bin doch ausgewichen. Hopp. Noch was. Okay. Ich würde mal sagen, wir springen mal hier weg. Oder auch nicht. Did you get everything? Forgot the caviar. You think they're still open? Wie ziemlich schnell, dass die unterwegs sind. It's not Christmas without caviar. Let's finish this quickly then. Und da liegt er wieder. Da unten haben wir auch eine Lebensanzeige. Perfekt. Und aus. Na, doch nicht. Bestrafen. Jawohl, ja. Jawohl, Megabonus. Autsch. Und. Da haben wir ihn. Ist ja auch noch ein Schlag drauf. Okay. Mahlzeit. Autsch. Unangenehm. Was? Das stimmt, glaube ich, was nicht. Seraphim-Verträger? Gomorra? Autsch. Ey. Das stimmt das nicht. Schießen wir mal einfach mal drauf, mal schauen. Nee, erwischt. So
Und wieder ausgewichen. Und habe ich dich wieder. Weiter nach oben mit dem. Okay, was wird das? Wow! Oh! Weiter geht's. Autsch! Okay. Autsch! Na komm. Noch eine Lebensleiste. Okay, alle Megaton habe ich nicht geschafft, aber das reicht doch mal am Anfang. Ja, schreib mal. Okay, weiter jetzt hier. Und Klimax, was geht jetzt? Ah, hat nicht geschafft. So was anderes erschaffen für seine, jawohl. Sehr sinnvoll. Ja, du hast aber deine Freunde verloren. Silbermedaille erhalten. Lumen Sage is revenge not all you desire. I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed. Das ist interessant aus. Schöne Bar. Dead witches get dragged to hell. It is what it is. Jean's gonna wander Inferno suffering for eternity. Dims the breaks. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? You know, she's pretty hot for a dead chick. I wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living. But looking at her now... Nah, still not a fan. She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm, Trinity. But that's just a matter of time. Because I don't see no way of saving a soul
lost in hell. What about the gates? The real gates of hell. I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. You'll need this. The heart of an Umbra Witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Should keep her body in this realm stable. But you'll need to reunite this with her soul if you're gonna try and bring her back. I figure you got about a day before it's game over. Naja, das sollten wir uns beeilen. Enzo, you've got a jet, right? What? No! No, 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 no! I do not know! Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home. They're waiting for me. And I still gotta play Santa tonight. Let the real Santa take care of the presents. Now let's go. Hey, I said I believe. But Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Hey! Let go! Let go of me! Why do I always get wrapped up in this? Ja, gut, warte mal wieder mal. Die Welt des Chaos, Prolog. Fehlversuch keinen, du hast eine Silbertrophäe erhalten, weiß ich. Gut, drücken wir mal auf, weiter. Ja, bestätigen wir. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Prolog. Und auch mit dieser Folge, das passt genau. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, see ya!